Wir würden jetzt gerne mit unserer Veranstaltung beginnen. Ich begrüße Sie im Namen der Alternative für Deutschland, Land Hessen, Kreisverband Schwalm-Eder, Kreisverband Kassel-Land und Kreisverband Kassel-Stadt. Und damit das nicht zu trocken wird heute Abend, haben Sie ja vielleicht schon mitbekommen, haben wir eine musikalische Umrahmung geplant. Und die möchte ich jetzt gerne ankündigen. Wir haben das große Vergnügen, finde ich jedenfalls, dass heute Abend Frau Katja Friedenberg für uns singen wird, mit ihrem Begleiter Herrn Höhl. Und ich möchte mich jetzt dann gleich wieder zurückziehen vom Mikrofon und Frau Friedenberg und Herrn Höhl die Bühne überlassen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie einen echten Bühnenprofi erlebt. Das war sehr schön und hat Ihnen hoffentlich allen gefallen. Ich bin kein Bühnenprofi. Ich versuche, ein bisschen was zu erzählen über die Alternative für Deutschlandstadt bzw. Kassel Stadt und Land und Sie ein bisschen über unsere Aktivitäten zu informieren, nachdem ich Ihnen die Akteure des heutigen Abends vorgestellt habe.
Eben haben Sie schon gesehen und gehört Frau Katja Friedenberg. Sie ist in Kassel aufgewachsen und singt, glaube ich, konnten Sie erst laufen und haben dann angefangen zu singen oder umgekehrt, aber ich glaube sehr lang. Und letztes Jahr hatte sie auch einen großen Erfolg bei einer Fernsehcasting-Show und ist jetzt, glaube ich, gut unterwegs, singt aber immer noch in Kassel und da habe ich sie eben schon häufiger gehört vor dem heutigen Abend. Und sie wird, habe ich eben gerade noch mal gefragt, am kommenden Freitag vor der Orangerie singen. Also wenn es Ihnen gefallen hat, wird sich Frau Friedenberg bestimmt freuen, wenn sie ihr Gesicht am kommenden Freitag vor der Orangerie im Publikum sieht. Um 19.30 Uhr. So. Es wird jetzt weitergehen damit, dass ich Ihnen, wie gesagt, Kleinigkeiten vortrage. Danach wird Herr Glaser, der unser Landessprecher ist, also ist einer der drei Landessprecher der Alternative für Deutschland Hessen, der wird danach etwas uns sagen über die Alternative für Deutschland im Allgemeinen und die Alternative für Deutschland in Hessen im Speziellen und Europa. Danach wird Frau Friedenberg nochmal auftreten, damit Sie sich ein bisschen entspannen können. Und danach kommt dann endlich unser Hauptredner, Herr Professor Stabatti. Zu den beiden Herren möchte ich in aller Kürze Folgendes sagen. Herr Glaser, soweit ich das weiß, war lange Jahre auch hier in Kassel beruflich tätig. Er war, ich meine, erster Beigeordneter beim Landeswohlfahrtsverband und ist dann aus dieser Position heraus von Frau Petra Roth nach Frankfurt berufen worden, war dann, glaube ich, erst Sozialdezernent, Und dann war er jedenfalls Kämmerer und hat dann ordentlich den Haushalt in Frankfurt aufgehübscht. Ich habe gelesen, er hat 500 Millionen Euro. 1,5 Milliarden Euro Schulden zurückgeführt. Er war 40 Jahre in der CDU. Das war wohl mal seine politische Heimat. Die hat Herr Glaser ebenso wie viele andere verlassen. In aller Bescheidenheit sage ich, auch ich habe diese ehemalige politische Heimat verlassen 2010, als diese sogenannte Rettung von Griechenland begann. Dazu wird uns Herr Stabatti ja nachher noch mehr erzählen. So wie Herr Glaser oder auch ich haben sich halt in der Alternative für Deutschland viele zusammengefunden, die halt mit dieser sogenannten alternativlosen Politik nicht zufrieden sind. Und warum diese Politik auch wirklich schlecht ist, wird uns nachher Herr Professor Stabatti erzählen. Das will ich heute gar nicht versuchen, sondern ich möchte Ihnen die Redner vorstellen. Herr Professor Stabatti ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre von der Universität Tübingen. Herr Professor Stabatti hat schon in den 90er Jahren versucht, die Einführung des Euro zu verhindern, indem er mit anderen zusammen, da nenne ich den Herrn Professor Schachtschneider, Herrn Professor Hankel und Herrn Mölling, geklagt hat beim Bundesverfassungsgericht gegen die Einführung des Euro. Ich glaube, ich sollte weiter hier rübergehen. Jetzt habe ich es endlich verstanden. So, diese Klagen waren damals leider erfolglos. Das hat uns also den Euro beschert. Herr Professor Stabatti ist aber immer am Ball geblieben, hat die Entwicklung des Euro verfolgt und hat dann auch in den Zeiten der sogenannten Euro-Rettung mit weiteren Klagen beim Bundesverfassungsgericht versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Bis jetzt ist es der durchschlagende Erfolg noch nicht gelungen und deshalb, glaube ich, müssen wir Bürger das in die Hand nehmen, weil ich befürchte, vom Bundesverfassungsgericht können wir uns die große Hilfe auch nicht erwarten. Und das ist eben der Grund, warum wir jetzt sozusagen Politik machen aus unserem Berufsleben heraus und warum wir hoffen, dass wir mit Ihnen und Ihrer Unterstützung am 22. September ein Zeichen setzen können, ein Zeichen dahingehend, dass diese Politik ein Ende finden muss, diese Politik der alternativlosen Rettung. Ich selbst, mein Name ist Manfred Mattis, habe heute zum zweiten Mal in meinem Leben das Vergnügen, einen der Kläger gegen diese Euro-Einführung ankündigen zu dürfen. Das erste Mal habe ich das getan im März 1998. Seinerzeit war ich mit anderen zusammen in einer Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro hier in Kassel organisiert und damals hatten wir das Vergnügen, Herrn Professor Schachtschneider als Redner bei einer unserer Montagsdemonstrationen begrüßen zu dürfen. Damals schon war vielen Menschen, nicht nur Herrn Professor Stabatti und den anderen Euro-Klägern, aber alle, die seine Werke gelesen haben, da gibt es also viele Bücher und auch viele Bücher der anderen Herren, klar, dass das mit dem Euro auf Dauer nicht funktionieren kann. Und wenn man mich damals gefragt hätte, wie lange der Euro halten wird, hätte ich nie gesagt 15 Jahre. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hätte damals gedacht, dass die Politiker wenigstens so aufrichtig sind und die Gesetze, die sie selbst geschaffen haben und Verordnungen einhalten würden. Aber die Geschichte des Euro ist leider von Anfang an eine Geschichte von Lug und Trug. Und deshalb meine ich, hat der Euro überhaupt nur so lange halten können. Aber auch dazu werden Sie dann die Details von Herrn Professor Stabatti hören. Was kann ich Ihnen aus Kassel erzählen? Ich kann Ihnen erzählen, dass wir
eigentlich recht gut dabei sind. Wir haben fast 60 Mitglieder, das sind aber immer noch zu wenige. Und wenn von Ihnen jemand Interesse hat, uns zu unterstützen, sei es nun als Parteimitglied oder nur als Unterstützer, ist er herzlich willkommen. Und das kann ich also im gleichen Sinne auch für Herrn Richter sagen, der ist mein Kollege sozusagen, Kreissprecher für Kassel, also Sprecher für Kassel-Land. Wir führen einen Kampf David gegen Goliath auf mehreren Ebenen. Wenn ich Ihnen nur mal Zahlen nennen darf, wir haben für Kassel-Stadt ein Wahlkampfbudget von bisher von ca. 6.000, 7.000 Euro. Das ist aber auch nur deshalb so hoch, weil es uns gelungen ist, eine großzügige Spende einzuwerben. Ich habe gehört, dass die SPD allein für Kassel-Baunatal für den Wahlkampf, Herr Richter, helfen Sie mir, 20.000 oder 30.000 Euro zur Verfügung hat? Kannst du die? Drei. 30.000 Euro. Also die SPD kann für den Wahlkampf in Kassel-Baunatal 30.000 Euro ausgeben. Wir haben es hier für Kassel-Stadt nur 6.000 oder 7.000 Euro. Das mag entschuldigen, dass wir so wenig präsent sind mit Plakaten und anderen Dingen. Das mag auch entschuldigen oder muss entschuldigen, dass wir für diese Veranstaltung heute Abend keine Anzeige in der HNA platzieren konnten. Denn eine Anzeige, die ein bisschen was bewirken kann, also auch farbig ist und in einer prominenten Stelle in der Zeitung abgedruckt wird, kostet um die 2.500 Euro. 2.500 Euro, die wir nicht haben. Und hätte aber vielleicht den einen oder anderen heute noch hierher gelockt, auch wenn es die Anzeige aus Ihrer Sicht nicht wert ist, denn wir hätten gerne noch mehr Bürger über unser Vorhaben informiert. Warum ich Ihnen das erzähle, ist, wir werden nachher zwei kleine Jungs hier sehen, die mit Spendenbüchsen umherlaufen. Und es wäre sehr nett, wenn Sie für die Kosten, die der heutige Abend verursacht, dort einen kleinen Obolus einwerfen würden. Und es wäre sehr nett, wenn Sie sich überlegen würden, wie Sie unsere junge Partei in Zukunft unterstützen können. Wir brauchen Unterstützung in ideeller Hilfe, Hinsicht. Wir brauchen aber auch Menschen, die mit anfassen, die mit organisieren helfen, die vielleicht auch mal am Samstagvormittag, beziehungsweise nicht nur Vormittag, sondern auch Nachmittag am Friedrichsplatz mit uns stehen und unseren Informationsstand betreiben. Da sind wir zwar immer vor Ort und engagiert, aber wir könnten da Unterstützung brauchen, weil mittlerweile haben wir häufig dieselben Gesichter an vier Samstagen hintereinander am Friedrichsplatz gestanden. Also wer Spaß daran hat, die Alternative für Deutschland zu unterstützen, ist herzlich willkommen, kann sich an Herrn Richter wenden oder an mich oder an jemand anderes von der Alternative, den er kennt. Er kann sich aber auch über das Internet an uns wenden. Es liegen hier überall Flyer aus und da stehen die Internetadressen und die E-Mail-Adressen drauf, da können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Jetzt habe ich schon unseren Informationsstand am Friedrichsplatz angesprochen und da kann ich Ihnen berichten, das ist klasse. Die Resonanz der Menschen auf unsere Ansprache ist überwiegend positiv. Wenn das repräsentativ wäre, müssten wir uns über die 5%-Hürde keine Gedanken machen. Da bin ich sicher, würden wir bei 15%, 17%, 20% Zustimmung liegen. Aber leider ist der Kasseler Friedrichsplatz nicht repräsentativ, sondern leider ist es so, dass eine junge Partei bundesweit bekannt werden muss und das ist nicht leicht. Deshalb müssen wir Sie, die wir aktiv sind, um Verständnis bitten, wenn es dafür den einen oder anderen zu langsam geht. Wir haben heute auch einen Büchertisch aufgebaut. Dort steht Frau Stelte-Hesse, die ist stellvertretende Sprecherin des Bezirksverbandes Kassel-Land, die betreut unseren Büchertisch und wir würden uns alle freuen, wenn Sie da nachher mal vorbeischauen würden, um zu sehen, ob Sie da vielleicht Literatur finden, die Sie mit nach Hause nehmen können, nachdem Sie die vorher bezahlt haben natürlich. Und dort finden Sie auch das neue Buch von Herrn Professor Stabatti, zu dem er nachher halt den Vortrag halten wird. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel vergessen, falls doch, werde ich Sie nachher, wenn ich mich dann an Sie nochmal wende, um mich zu verabschieden, das noch nachholen. Jetzt freue ich mich, dass uns Herr Glaser informieren wird und danach, wie gesagt, kommt nochmal Frau Friedenberg und Herr Stabatti. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Geduld und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Vortrag von Herrn Glaser. Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, schenken Sie uns eine Viertelstunde, um etwas Interessantes über Europa zu erfahren. Ich will Ihnen eine aufregende Geschichte über Europa erzählen in dieser Viertelstunde. Der Euro ist ein politisches Projekt, meine Damen und Herren. Er wurde am 4. Januar 1990 zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl auf dem Landsitz des damaligen französischen Präsidenten verabredet.
Der Chefberater Mitterrands, Jacques Attali, hat öffentlich gesagt, ich zitiere, die Macht Deutschlands beruht auf der Wirtschaft und die D-Mark ist ihre Atombombe. Mitterrand hat gesagt, er liebe Deutschland so sehr, dass er am liebsten wolle, dass es zwei davon gebe. Kohl hat abgerüstet und für das Wohlwollen Frankreichs einen Preis gezahlt. Ob dies erforderlich war, darf dahingestellt werden. Das ist die Geburtsstunde des Euro. Die Idee war, durch eine gemeinsame Währung einen großen europäischen Zentralstaat zu erzwingen. Beide verstanden nichts von Wirtschaft, nicht Kohl, nicht Mitterrand, und auf der Höhe ihrer Macht waren sie beratungsresistent. Macht ist das Privileg, nicht lernen zu müssen, hat ein kluger Mann gesagt. Eine Währung ist jedoch nichts Politisches, sondern etwas Ökonomisches. Durch Parlamentsbeschlüsse, auch solche mit qualifizierter Mehrheit, lassen sich Gesetze des Wirtschaftens oder auch Gesetze der Physik nicht aushebeln. Die Steine fallen nicht in den Himmel, auch wenn dies in einem Parlamentsbeschluss so drinsteht. Politische Hybris hat immer, wie die Geschichte lehrt, großes Unglück erzeugt. Wolfgang Schäuble wurde am 13. April dieses Jahres von einem Journalisten in einem erkenntnisreichen Interview gefragt, ich zitiere, wir haben den Euro eingeführt, ohne die Finanzpolitik zu vergemeinschaften, was sich als Problem erweist. Schäuble fällt dem Frager ins Wort und antwortet. Zitat, schon damals, gemeint ist die Zeit Anfang der 90er Jahre, als der Maastricht-Vertrag abgeschlossen worden war, war Deutschland für eine politische Union, fand dafür aber keine Mehrheit, gemeint ist in Europa. Wir haben uns deshalb entschieden, über die Wirtschafts- und Währungsunion hin zur politischen Einheit zu kommen. Wir hatten die Hoffnung und haben sie heute noch, sagt er am 17. Februar, März dieses Jahres. Wir hatten die Hoffnung und haben sie noch heute, dass der Euro schrittweise die politische Union herbeiführen wird. Woher weiß Schäuble, was Deutschland wollte? Er hat es nicht gefragt. Er hat es schon gar nicht zum Euro gefragt. Kohl hat einmal gesagt, hätte man die Deutschen zur Einführung des Euro befragt, dann hätten wir ihn nie bekommen, wie recht er hat. Die Weisheit der vielen ist vielleicht doch kein leerer Wahn. Der Euro als ein Mittel zur Erzwingung eines europäischen Zentralstaates und der Beseitigung eines Europas, das wie seit Jahrhunderten auch derzeit noch aus souveränen Staaten besteht. Also ein Balkan, wo sich die Nationalstaaten neu formiert haben, in umgekehrter Richtung. Das Ergebnis der europäischen Geschichte als einheitlicher Zentralstaat. Aus den bisherigen Nationalstaaten werden Provinzen. Das ist der Plan. Selten, eigentlich noch nie, hat man diese Vision, wenn es eine sei, so offen gehört. Die Repräsentanten der politischen Oligarchie sprechen an dieser Stelle immer davon, dass wir mehr Europa brauchen. Sie kennen diese Formulierung. Sie sagen jedoch nie, was sie meinen, und sie sagen noch weniger, was bedeutet mehr Europa. Das verfasste Europa, meine Damen und Herren, ist eine undemokratische Organisation, hat Roman Herzog bereits 2007 in einer großen Wochenzeitung geschrieben. Er war ein geachteter Bundespräsident, wie Sie wissen, und vor allem, was in diesem Zusammenhang bedeutender ist, erfolgreicher Verfassungsrechtsprofessor und langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Was meinte er? Die durchschnittliche Wahlbeteiligung für das Europäische Parlament betrug im Jahr 2009 43%. Es hat 736 Sitze. Würde zur Erreichung eines Abgeordnetensitzes eine feste Stimmenzahl vorgeschrieben, wie das etwa in der Weimarer Republik in Deutschland der Fall war, hätte es bei einem solchen Wahlsystem nur 316 besetzte Sitze gegeben. Diese Zahl würde den Grad der demokratischen Legitimation, soweit die Anbringung eines Kreuzes alle 5 Jahre auf einem Stimmzettel eine solche Legitimation herstellt, optisch in der Sitzzahl
Sitzzahl im Europäischen Parlament abbiegen. 420 Sitzplätze im Straßburger Parlament wären leer. Deutlich mehr als besetzt werden. Apropos demokratische Legitimation. Wir alle kennen die Inkarnation des demokratischen Credos. One man, one vote. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Im Gemeinschaftskundeunterricht haben wir das gelernt mit der Formel: Eine demokratische Wahl ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. So steht es auch im Artikel 38 wortwörtlich des Grundgesetzes bezüglich des Bundestages. Das heißt, im Umkehrschluss liegen diese Voraussetzungen nicht vor, findet Demokratie nicht statt. Wir schauen in den EU-Vertrag hinein, den EUV, den Muttervertrag dieser beiden Verträge von Lissabon, der am 13. Dezember 2007 abgeschlossen wurde und am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Dort steht im Artikel 14 Absatz 3, Zitat, die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden im Allgemeinen, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl für die Amtszeit von 5 Jahren gewählt. Haben Sie den kleinen Unterschied bemerkt? Es fehlt das Adjektiv gleich. Das also, was schon im Kaiserreich ab 1871 für den Reichstag galt, das Prinzip des gleichen Stimmgewichts für jeden Bürger, scheint im sich bildenden europäischen Großstaat mit 500 Millionen Einwohnern nicht zu gelten. Wir glauben es eigentlich nicht. Wir denken an das preußische Dreiklassenwahlrecht, das für den preußischen Landtag bis in die späte Kaiserzeit galt. Wir denken an das Vereinigte Königreich Großbritannien, in welchem bis 1919 das Männerwahlrecht nur der hatte, der auch Besitz an Grund und Boden hatte. Das war etwa die Hälfte der männlichen Bevölkerung der Briten im wahlfähigen Alter. Wir lesen weiter und was finden wir? Wir finden den Artikel 14 Absatz 2 im EU-Vertrag ziemlich in der Nachbarschaft etwas davor. Dort steht ein Zitat, das ich nun jedenfalls zur Kenntnis bringe und das mit Wahlrecht zu tun hat. Zitat: Die Bürgerinnen und Bürger sind im Europäischen Parlament degressiv proportional mindestens mit 5 Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 99 Sitze. Zitat Ende. Das verstehen wir nicht sofort. Wir kennen zwar das linear progressive Einkommenssteuerrecht in Deutschland, mit der Folge, dass der sogenannte Besserverdienende immer weit mehr Steuern zahlt im Verhältnis zu seinem Einkommen als der weniger Verdienende. Aber das bei der Vertretung der Bevölkerung in einem unmittelbar gewählten Parlament die Repräsentanz immer kleiner wird, je größer das Teilvolk ist, dem der einzelne Wähler angehört, das ist uns neu und erscheint uns verwunderlich. Wir schauen uns das genau an und rechnen. Malta hat rund 400.000 Einwohner und 5 Parlamentssitze. Das bedeutet ziemlich genau für 80.000 Einwohner einen Sitz. Wir schauen uns Deutschland an. Dort erhalten rund 80 Millionen Einwohner 99 Sitze. Das heißt, für rund 800.000 Einwohner gibt es einen Sitz. Das bedeutet, ein europäischer Mitbürger aus Malta hat bei Europawahlen das 10-fache Stimmgewicht gegenüber einem Wähler in Deutschland. Man kann es auch so formulieren: Malta wird in Europa gemessen an der deutschen Repräsentanz wahlrechtlich so behandelt, als ob es 4 Millionen Einwohner hätte. Oder umgekehrt: Deutschland wird gemessen an der maltesischen Repräsentanz so behandelt, als ob es 8 Millionen Einwohner hätte. Und dieses Prinzip gilt natürlich für alle derzeit noch existierenden Staaten in der EU. Und es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass bei einer Weiterentwicklung der EU, was immer das sei,
an diesem Prinzip gerüttelt werden soll. Wir stellen uns vor, was es für die Politik in Deutschland bedeuten würde, eine außerordentlich interessante Vorstellung, wenn man zum Beispiel den Bürgern unserer Südstaaten Bayern und Baden-Württemberg jeweils das zehnfache Stimmgewicht gäbe, was Portugal, Malta, Zypern und etwa Griechenland recht ist, müsste doch auch für die Bayern, die Schwaben und die Badener völlig billig sein. Diese zwei Länder, meine Damen und Herren, hätten dann ein Stimmgewicht für eine innerdeutsche Wahl von 200 Millionen. Die würden das mögen. Ich weiß nicht, ob die Hessen das mögen oder die Nordrhein-Westfalen-Menschen. Wir würden eine letzte, wir führen eine letzte Rechenoperation durch. Wir nehmen den Einwohnerschlüssel pro Abgeordnetenmandat von Malta und bei den Wahlberechtigten verhält sich das ziemlich parallel wie bei den Einwohnern und rechnen uns ein EU-Parlament aus, das allen EU-Bewohnern das gleiche Stimmrecht verleiht wie den Maltesern. Dann kommen wir auf eine Parlamentsgröße, meine Damen und Herren, von 6.250 Abgeordneten. Das sind chinesische Verhältnisse. Nur, dass die Chinesen als gute Demokraten schon heute jedem Wähler das gleiche Stimmgewicht verleihen. Wir sind also in diesem Punkt etwas demokratietheoretisch unterentwickelt. Allerdings dürfen wir die Hoffnung haben, dass wenn wir jedem Wähler das maltesische Stimmgewicht verleihen, also ein Sitz für 80.000 Einwohner, das Weimarer Wahlrecht wieder einführen, wo nur die tatsächlich abgegebenen Stimmen die Parlamentsgröße bestimmt, dann doch nur 2.687 Abgeordnete entstehen, da ja auch dann nur 43% der Wähler zur Wahl gehen. Das ist die tröstliche Botschaft. Man könnte natürlich auch den Einwohnerschlüssel von Deutschland nehmen. Ein Abgeordnetensitz pro 800.000 Einwohner. Beides wäre gerecht. Der 80.000 Einwohnermaßstab oder der 800.000 Einwohnermaßstab, aber bitte für alle. Dann hätte das Parlament maximal 625 Abgeordnete statt derzeit 736, wenn auch in diesem Fall nur 43% der Wähler an die Urne gehen und wir das Weimarer Wahlrecht anwenden, dann hätten wir 268 Abgeordnete, was nicht so weit vom amerikanischen Repräsentantenhaus entfernt wäre. Allerdings hätte Griechenland dann nur 13 Sitze und Malta nur einen halben. Sie wissen, die halben sieht man selten, aber man könnte das natürlich auch stoppen. Wir verstehen jetzt, was Roman Herzog meinte, meine Damen und Herren. Die finale Staatlichkeit eines vereinigten Europa, in welchem die derzeit 27, neuerdings 28 souveränen Demokratien eingeschmolzen wären in ein Land, in welchem noch nicht einmal ein demokratisches Wahlrecht existiert, kann so nicht aussehen. So geht Europa nicht. Wer mehr von einem solchen Europa will, ist kein Demokrat. Wer also erzählt, mehr Europa wäre für uns alle gut, muss sich fragen lassen, was er für ein Demokratieverständnis hat. Er hat andere Absichten. In diesen Tagen fordert Klaus Habrecht, der frühere Redenschreiber von Willy Brandt, Frankfurter Zeitung, 15.08., die Auflösung der europäischen Nationalstaaten. Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Ländern müssen eingeebnet werden. Es müsse ein horizontaler Finanzausgleich her und die Briten müssten austreten. Wir alle wissen jetzt, worum es in der nächsten Bundestagswahl geht. Und ich wäre sehr verbunden, wenn Sie das gute Gedächtnis behalten und Ihren Freunden erzählen. Wir halten es mit Kurz Biedenkopf, einem weiteren klugen Mann, der alles auch etwas alternativ sieht. Er schrieb vor wenigen Wochen in einer der angesehenen Tageszeitungen, ich zitiere, politisch bedeutet dies die Analyse der derzeitigen Lage ein Eingeständnis. Das Eingeständnis besagt, dass das bestehende Vertragswerk und seine Institutionen keinen dauerhaften Bestand haben können. Das Ausmaß der Konstruktionsfehler ist zu groß, als dass sie ohne schwere Schäden für die große europäische Aufgabe langfristig beitragen können. Wir
wie recht der Mann hat. Er ist ein bisschen alleine, wie wir auch als kleine Gruppe. Meine Damen und Herren, so viel in dieser Kürze zu einem ganz wichtigen Blick in die Europas. Das Gleiche könnte man für die Europäische Kommission, für den Europäischen Gerichtshof, für den Europäischen Rat und für den Rat, beides Organe der EU, ähnlich deklinieren. Ich will zu uns selbst kommen in wenigen Bemerkungen. Zur vergangenen Bundestagswahl in 2009 sind von den 61,5 Millionen Wahlberechtigten nur 42 Millionen gültige Stimmen abgegeben worden. Der niedrigste Stand in der Geschichte der Bundesrepublik, meine Damen und Herren, und das war vor dem Desaster, das sich in 2010 erst richtig manifestiert hat. Rund 19 Millionen Wähler sahen keine Wahlmöglichkeit. Das sind nur geringfügig weniger als die Zahl derer, die die derzeitige Regierung ins Amt gebracht haben. Knapp 21 Millionen. Auf den Schultern von 21 Millionen Wählern beruht diese Regierung mit einer, wie wir alle wissen, im Parlament ansehnlichen Mehrheit. Und 19 Millionen Wähler waren gar nicht bei der Wahl. Die Legitimation dieser Regierung war mit Schicksalsfragen für dieses Volk zu sprechen und zu handeln, mit Verbindlichkeit für jeden von uns, beruht also auf einer Stimmenzahl, die kaum höher ist als die Zahl derer, die nicht an der Wahl teilgenommen haben. Unser Wählerpotenzial als Alternative ist also groß. Von diesen 19 Millionen so ein paar, ab 2 wären es die 5%, wenn es das Doppelte wäre, wären es 10, würde uns schon weiterhelfen. Und zwar uns alle. Wir sehen einige Schicksalsfragen anders als alle anderen Parteien. Denn auch SPD und Grüne, die angebliche Opposition haben, zum Euro und zur weiteren Aufgabe von nationaler Souveränität die gleiche, wenn nicht eine radikalere Sicht der Dinge. Ihre Vorstellung ist, Sie wissen das, erst haftet jeder für jeden in Europa. Das soll unter dem Namen des Eurobonds eine einheitliche Staatsschuldverschreibung sein, die alle europäischen Staaten in die Haftung bringt, egal wer die Schulden gemacht hat. Und dann haben wir einen gleitenden Übergang in wenigen kleinen Schritten zu einem Mammutstaat, der alles andere als eine Demokratie ist und bei dem von Regionen, von denen noch vor einigen Jahren von den Meinungsführern pathetisch gesprochen worden ist, Sie werden sich erinnern, nichts mehr zu spüren sein wird. Und bei dem jeder von uns als Bürger, als Einzelner nicht mehr vorkommt. Deutschland ist dann in Europa wie das Hessenland in Deutschland ein Verwaltungsbezirk, in welchem über Denkmalpflege und Abwasserversorgung diskutiert und entschieden wird. Das Abendland kommt zum Ende seiner Geschichte als Kontinent der vielen Kulturen. Wir, eine Bürgerbewegung, die im März begonnen hat, sich den Mantel einer Partei anzuziehen, wir bleiben aber hoffentlich immer noch ein bisschen Bürgerbewegung und wir verparteien hoffentlich nicht so bald, haben derzeit bereits 15.000 Mitglieder und Förderer, von denen 85% noch nie Mitglied einer Partei waren. So viel zum Thema der Wanderer aus anderen Parteien. 85% haben das Gefühl, sich zum ersten Mal politisch aktiv engagieren zu müssen. Wir verfügen nicht über Teile der 133 Millionen Staatsknete, die jährlich an die etablierten Parteien ausgeschenkt werden, die sogenannten Parteifinanzierungsmittel. Wir erhalten keine Teilbeträge der zusätzlichen 70 Millionen Fraktionszuschüsse, die alleine im Bund für eine Arbeit bezahlt wird, die darin besteht, Parteisoldaten anzustellen und das Monopol der politischen Willensbildung gegenüber Bürgerbewegungen abzusichern. Und wir sind eine Bürgerbewegung, arm, aber mutig. Wir versuchen es, meine Damen und Herren, David gegen die Goliaths. Es war die Rede davon, es gibt mehrere Goliaths. Jeder von ihnen hat 23 Millionen für den Bundestagswahlkampf zur Verfügung. Wir haben 2,3 Millionen zur Verfügung. Die nur aus dem Schoß unserer Mitglieder. Ihre Stimme könnte helfen, etwas in diesem Lande zu verändern, meine Damen und Herren. Es würde sich viel verändern und ganz Europa würde aufmerken, wenn wir in den Bundestag einziehen.
Es ist dem David auch gelungen, vieles zu verändern, meine Damen und Herren. Alles für David. A, F, B. Yeah.
würde, was uns groß und wichtig erscheint, dass ich nicht dich uns gemein. Oh, über den Wolken muss die Freiheit voll grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sag mal, blieben da unter würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Der Grund, wir fragen gleich auch noch ein zweites Lied zu machen. Das machen wir natürlich gerne. Jetzt auf einer wieder anderen Sprache. Und zwar auf Französisch. Du tust so. En flamant, je t'ai mort. En